Hallo, mein Name ist Inga Wingirova, ich bin Gründerin des Unternehmens Endlich wieder frei. Und mein zweites Unternehmen ist im Aufbau. Das ist eine Plattform, wo man Menschen aus der ganzen Welt kennenlernen kann und so Kontakte knüpfen kann, neue Freundschaften gewinnen kann. Aber es ist alles noch im Aufbau und heute kehren wir zurück zu unserem Thema. Wie man richtig denkt, wie man so denkt, dass man zu einem freien, glücklichen Menschen wird. Wenn du heute oder überhaupt meistens die meiste Zeit unglücklich bist und dich unfrei fühlst, auch das Gefühl hast, dass die ganze Welt irgendwie dir was antut oder die Menschen tun etwas mit Absicht, um dich zu verletzen und etwas. Irgendwie nehmen dich nicht für ernst oder schätzen dich nicht so und du das Gefühl hast, immer schlechter als die anderen zu sein und so, dann stimmt hier was nicht. Das ist kein glücklicher Mensch. Richtig, das ist kein Glücksgefühl. Ich erkläre dir, warum das so ist und wir machen das etwas lustiger. Nehmen wir an, du möchtest nach Barcelona. Barcelona habe ich jetzt rot geschrieben, das ist dein Ziel. Du gehst in die Kasse, um zwar ist jetzt alles zu, das wird sich aber ändern. Irgendwann. Und wenn da der Verkäufer, ein Verkäufer, sagen wir Verkäufer A, sitzt im Schalter und hinter dem Schalter, dann kriegst du immer ein Ticket nach Berlin. Und wenn da der Verkäufer B sitzt, dann kriegst du ein Ticket nach München. Du möchtest aber nach Barcelona. Und am nächsten Tag sitzt dort der Verkäufer C und der gibt dir ein Ticket nach Leipzig. Und du sagst, ach, die Bösen, die tun mir sowas an. Und du fährst dann nach Berlin, nach München, nach Leipzig, wo du gar nicht hin willst. Du hast diese Städte schon bis dahin gesehen, also weißt alles, jeden Baum, jeden Stein kennst du, jede Ecke. Aber du möchtest nach Barcelona. Was ist passiert? Das ist das, was in deinem Gehirn immer abläuft. Du möchtest, ja, Barcelona ist natürlich hier so rein symbolisch, frei und glücklich sein, durch das Leben wie ein Tourist gehen. Aber jedes Mal, wenn du da ein Ticket kaufen willst, schicken die irgendjemand dich irgendwo hin, wo du nicht hin willst. Und dann, du weißt nicht, was zu tun ist. Wie kannst du das ändern? Die bösen Verkäufer. Der erste Schritt ist zu verstehen, dass du der König bist. Die müssen das tun, was du willst und nicht, was die wollen. Und deine Neuronen kommen, also die ganzen Vernetzungen in deinem Gehirn, so wie die Neuronen feuern, kommt aus deiner Kindheit. Früher gab es einen Reiz. Papa hat böse geschaut. Die Neuronen waren noch ganz labil, ganz weich. Und dadurch, dass es schon oft passiert ist, haben sie sich so gelegt. Papa bö hat böse geschaut. Ich bin schuld. Zum Beispiel, ich bin schuld. Schuld, nichts wert. Oder der Papa ist böse. Papa ist nicht okay. Und du bist sauer auf ihn. Und die feuern jedes Mal, wenn du in deinem Leben so eine ähnliche Person triffst. Dein Chef, dein Partner, alles Mögliche, was ungefähr so aussieht wie dein Papa, fängt dieser Prozess. Wie die wilden Pferde laufen, feuern deine neuronalen Verbindungen, deine Neuronen im Gehirn. Also du fährst immer nach Berlin. Egal was passiert, zack, fährst nach Berlin. Du willst aber nach Barcelona. Oder ein anderes Beispiel. Du möchtest vielleicht deine Wohnung irgendwie anders einrichten als Kind. Aber deine Mutter ist so eine Messie, die sammelt alles, die hat so viele Sachen, viele
viele Klamotten in der Wohnung und du erstickst als Kind, vielleicht bist du 6 oder 10 oder 12, möchtest, dass deine Freunde nach Hause kommen zu dir, zu Besuch, aber du schämst dich und du versuchst aufzuräumen. Ja, wir malen auch die Mutter auch noch zu dem Vater, damit er sich nicht langweilt. Ja, und die sammelt Klamotten, Röcke, alles Mögliche, Schuhe. Weiß nicht, ob ich die hinkriege. Ich kann nicht so gut malen. Also alles Mögliche. Und du als Kind lernst, egal was ich tue. Oh mein Gott, das ist ein Pinguin. Okay, egal. Du lernst, aha, egal was ich tue, die Mutter, die ist stärker, ich kann nichts bewegen. Und sobald du in deinem Leben auf eine Person triffst, die so ungefähr handelt wie deine Mutter, deine Chefin, deine Freundin, deine Schwester, alles Mögliche, hast du hier, hat sich das alles schon gebildet, dieser Prozess, ja? Und die Musik läuft, die gleiche Richtung fährst nach München, immer wieder. Sobald so eine Person, so eine Situation in deinem Leben auftaucht, fährst du nach München? Du willst nach Barcelona? Okay, dritte Situation. Was? Du sagst, ich möchte. Was möchte ich werden? Ich möchte Tänzerin werden, sagst du. Und dann die beiden, das süße Pärchen hier, Papa und Mama. Mama mit ihren Klamotten und Papa mit seinem Bier, wahrscheinlich, keine Ahnung, was er da sagen. Du, was? Du möchtest tanzen? Oh mein Gott, du hast da 20 Kilo zu viel und du bist wahrscheinlich strohdür. Also, und die so, na, no. Und was denkst du? Ich kann das nicht, schaffe ich das nicht. Und die Neuronen organisieren, vernetzen sich genauso. Und der Prozess, dieses zusammen, also so feuern, Signale, die laufen so, dass du nach Leipzig fährst, wenn diese Situation auftaucht in deinem Leben oder sowas ähnliches. Du hast in deinem Kopf nicht so viele. Das sind die Verknüpfungen, Vernetzungen in deinem Gehirn, die dich überhaupt steuern. Deine Entscheidungen, deine Jobwahl, dein Freundeswahl, also alles Mögliche. Und du kommst nur in diese Richtung und du kommst nie nach Barcelona. Mit dieser Gesellschaft, mit diesen Freunden hier kommst du nie nach Barcelona. Was ist zu tun? Erstens, klar, es muss dir klar werden, dass du der König oder die Königin bist und denen sagst, was die dir verkaufen sollen. Du musst ganz klar sagen, ich möchte ein Ticket nach Barcelona. Dadurch, dass es nicht sofort geht, weil diese ganzen Verknüpfungen, die sind ganz fest. Das hast du mehrmals gemacht und auch in deinem Erwachsenenleben schon mehrmals. Und das heißt, die auch abzulösen und zu verändern, geht nicht einfach so. Man liest sehr viel Selbstliebe oder so, liebe dich selbst. Wieso? Wie bitte? Diese Tiere hier, die sind dick, sind stark, sind richtige Löwen, die dich steuern. Du kannst die auflösen, indem du die nicht fütterst. Und das machst du schriftlich. Du kaufst dir ein Heft. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist meine Mission oder ich muss das tun. Ich muss dir erklären, was in dir vorgeht, warum du so oft unglücklich bist. Kaufst dir ein Heft und du erklärst dir, dass das nicht stimmt, dass alles nicht stimmt. Auch das nicht stimmt. Wenn der Verkäufer sagt, es gibt Tickets nach Berlin, das stimmt nicht. Und dass wirklich, du nimmst die Situationen aus deiner Kindheit und überschreibst sie komplett. Wenn mein Papa war ein ganz normaler Mann. Er war ein ganz normaler Mann. Er hat auch viele Fehler gemacht.
Manchmal hat er so komisch geschaut, weil er vielleicht schlechte Nachrichten in der Zeitung gelesen hat. Das ist die Wahrheit. Du brauchst diese Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass du diesen Verkäufern nicht sagst, wo du hin willst. Und die verkaufen dir das, was die dir immer verkauft haben. Und sobald du anfängst, logisch zu denken, logisch und eigentlich so wie das ist, wirst du feststellen, dass das hier, das sind, so denkt ein Kind. Und du denkst immer noch so, wenn du dich unglücklich, unfrei, immer abhängig von jemandem, von Situationen fühlst. Das musst du alles schriftlich machen. Warum du das schriftlich machen musst, erkläre ich dir auch. Du überschreibst alles. In deiner Kindheit hast du niemanden gehabt, der dir erklärt hat, wie du denken solltest, damit du ein frei erwachsener Mensch wirst. Du hast dich nach so einer Person sicher gesehnt als Kind, unbewusst, bewusst. Und heute brauchst du diese Person. Du musst dir selbst erklären, wie das wirklich war, damit diese Verbindungen sich auflösen. Und das kannst du schriftlich. Nur, also das ist der beste Weg, weil die Bewegung in der Hand ist mit dem Gehirn verknüpft. Wenn die Hand diese Worte schreibt, dass Papa ein unperfekter, ein ganz normaler Mensch war, vielleicht mit vielen Schwächen und hat vieles nicht gewusst und eigentlich dich immer geliebt hat, zum Beispiel, und eigentlich nie böse geschaut hat wegen dir, bla bla, und dass du brauchst sehr, sehr viel Zeit zum Schreiben, wenn du dich wirklich von dieser ganzen Misere befreien willst. Mach das schriftlich. Schreib jede Situation aus deiner Kindheit einzeln auf und schreib so, wie das wirklich war. Wie das. Es gab nie irgendjemanden, der erstens irgendwelche Autorität für dich war und zweitens, diese Person hat nie die Wahrheit gesagt. Das alles hat nie der Realität entsprochen. Niemand kann dich kritisieren, niemand kann dir sagen, wer du bist, was du am besten besser tust, schlechter tust, bist du besser oder schlechter als die anderen. Du bist so, wie du bist, wunderbar. Und jetzt mach dich an diese Arbeit, schreib, mach das schriftlich, überschreibe alles. Wenn du selber nicht weiterkommst, deine Situation in der Kindheit nüchtern, also klar zu sehen, weil deine Neuronen das nicht zulassen, das System hier. Frag jemanden, wie siehst du diese Situation? Und schreib das auf, dass du denken kannst wie ein erwachsener, freier Mensch. Und du wirst sehen, mit der Zeit werden diese ganzen Verkäufer A, B und C alle zusammen zu dir rennen mit dem Ticket nach Barcelona. Und dann bist du frei und kannst durch dein Leben, durch die ganze Welt, auch wenn die Grenzen zu sind, in deinem Kopf reisen, in deinem Leben. Du weißt dann, mein Gott, habe ich so einen Schmarrn geglaubt in meiner Kindheit und meine Neuronen so vernetzt, dass ich in meinem Leben nicht mal weiterkomme. Aber jetzt erkläre ich denen, wo ich hin will und was das Richtige für mich ist. So, das war also ein Heft und alles überschreiben. Und warum dir das hilft, warum das nur schriftlich hilft und nicht bla bla, wenn du nur das besprichst, bringt keine Veränderung in den neuronalen Verknüpfungen, Vernetzungen in deinem Gehirn. Alles Gute, eine wunderschöne Zeit, deine Inga.